jetzt den Ausgestaltungspart noch zu Ende bringen oder überhaupt erstmal anfangen, weil er, wie gesagt, sehr, sehr wichtig ist. Das ist der grafische Ablauf der Volksgesetzgebung, also nicht des Referendums. Also das, wir müssen sagen, Gaspedal. Das Gaspedal, also wo die Bürger aus eigenem Antrieb heraus selbst entscheiden, worüber abgestimmt werden soll. Und das ist jetzt aus Deutschland, das ist in anderen Ländern natürlich anders aufgebaut, aber sicherlich so ähnlich. Wir in Deutschland haben in der Regel ein dreistufiges Verfahren. Das ist jetzt für die Landesebene, nicht für die kommunale Ebene. Die erste Stufe nennt sich entweder Volksinitiative oder Antrag auf Volksbegehren. Da sammelt man eine bestimmte, noch nicht allzu hohe Zahl von Unterschriften. Also in Berlin sind es zum Beispiel 20.000 für einen Vorschlag. Was weiß ich, wir wollen in Berlin die Energienetze zurück in öffentliches Eigentum bringen. Ich erwähne das deshalb, weil es in diesem Jahr wahrscheinlich zu so einem Volksbegehren kommen wird. So, dann hat man gesammelt 20.000, wenn man zur Höhe übersprungen hat. Das steht jetzt leider nicht los, müsst ihr nochmal da reinbringen. Dann geht das Ganze ins Parlament. Dann beschäftigt sich, weil in Berlin jetzt das Abgeordnetenhaus damit kann, dann schon sagen: Jawohl, das sehen wir auch so, das übernehmen wir. Das gibt es auch hin und wieder. Ja, also das ist eher die Ausnahme, aber es gibt es hin und wieder, dass Parlament dann doch möglicherweise, weil der Druck zu groß ist, manchmal aber auch tatsächlich aus Überzeugung sagt: Stimmt. Guter Vorschlag, übernehmen wir. Also ein Beispiel aus Berlin. In Berlin hat eine Initiative, die Kita-Initiative, dafür gesammelt, dass der Betreuungsschlüssel bei den Kindertagesstätten erheblich ausgeweitet wird und dass mehr als 2000 neue Erzieherinnen und Erzieher eingestellt werden. Die haben in der ersten Stufe 70.000 Unterschriften gesammelt. 20.000 wären notwendig gewesen. Das hat die Parlamentspolitik so unter Druck gesetzt, dass sie gesagt haben: Okay, komm her. Wir setzen uns zusammen, wir machen einen Kompromiss und tatsächlich haben sie 90% der Forderungen übernommen. Die Initiative ist am Stufenplan, das heißt für 3-4 Jahre verteilt werden tatsächlich 2000 Erzieherinnen und Erzieher eingestellt. Gutes Beispiel dafür, wie man auch damit Druck entfalten kann. Das läuft aber nicht immer so. Das ist eher die Ausnahme. So, die Regelfall ist, das Parlament sagt: Nein, wollen wir nicht. Lehnt das ab. Warum auch immer. Dann kann man das Volksbegehren ergreifen. Volksbegehren bedeutet, Volksbegehren qualifiziert eine Frage, einen Vorschlag, einen Gesetzentwurf als so wichtig, dass alle in der Gesellschaft darüber abstimmen dürfen. Es ist quasi eine Qualifikationsbehörde, deswegen ist die Unterschriftenzahl da auch deutlich höher. Um jetzt in Berlin zu bleiben, 20.000 am Anfang, beim Volksbegehren sind es dann 170.000, 7% der Wahlberechtigten. Hier in Baden-Württemberg sind es übrigens 16,6%. Über 1 Million, ne? 1,2 Millionen, das ist irre. Also da gibt es auch große Unterschiede in Deutschland. Ja, und wenn das Volksbegehren Erfolg hatte, dann gibt es die Volksabstimmung. Volksabstimmung ist dann klar, das ist dann die verbindliche Entscheidung aller Wahlberechtigten in einem Gemeinwesen über den Vorschlag. Ja, das ist jetzt sehr vereinfacht der Ablauf eines Volksbegehrens. Das war klar. Meistens ist es so in Deutschland, dass bei einer Volksabstimmung es nicht ausreicht, dass sich diejenigen, die sich beteiligen, wenn die sagen, wir wollen, was weiß ich, jetzt Energienetze zurückholen, dass es dann schon gültig ist, sondern es gibt das sogenannte Quorum. Quorum bedeutet, dass ein bestimmter Mindestprozentsatz an Wahlberechtigten an einer Abstimmung teilnehmen muss oder einer Abstimmung zustimmen muss. Also es gibt ein Beteiligungsquorum oder ein Zustimmungsquorum. In Deutschland sind es meistens Zustimmungsquoren. In Baden-Württemberg ist es ein Drittel. Das heißt, ein Drittel aller Wahlberechtigten muss einem Vorschlag zustimmen, damit er angenommen ist. Wir halten diese Quoren für undemokratisch, für ungerecht, unfair und diskriminiert auch gegenüber der repräsentativen Demokratie. Also bei Wahlen gibt es sowas nicht. Auch bei den meisten Vereinsversammlungen ist sowas unbekannt. Und vor allem führt das zu Folgendem. Zumindest bei Beteiligungsquoren, die eine Höhe haben, kann man in Italien wunderbar beobachten. Es führt nicht dazu, dass beide Seiten mobilisieren, dass halt die Initiative sagt, so, wir wollen jetzt halt unsere Anhänger an die Urne holen und die Gegner sagen, wir rufen jetzt dazu auf, dass mit Nein abgestimmt wird, sondern die Gegenseite beteiligt sich entweder gar nicht an der Diskussion im Vorfeld einer Volksabstimmung oder sie ruft explizit dazu auf, nicht hinzugehen zur Abstimmung, also Boykottstrategie. Das hat Berlusconi zum Beispiel versucht, im Juni beim Referendum über die Atomkraft, Wasserprivatisierung und so weiter, ist zum Glück gescheitert. Aber 15 Jahre vorher sind alle Volksabstimmungen in Italien daran gescheitert. Denn in Italien
ist ein Vorzustand nur gültig, wenn sich 50% aller Wahlberechtigten beteiligen. Und das ist die Prämie für Boykottstrategien, die Prämie für Diskussionsverweigerung. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Wir wollen ja, dass massiv und intensiv diskutiert wird, dass beide Seiten sich einbringen. Und das genau passiert bei Quoren, zumindest an der Bemühe, nicht. Wie ist es bei euch mit Quoren in Österreich? Wir haben das zum Teil, aber nur vereinzelt auf Landesebene. Und haben momentan in der Stadt Salzburg auch Diskussionen, wo wir direktdemokratische Möglichkeiten verbessern wollen. Und da sind wir mit den Verhandlungen mit dem Gemeinderat schon relativ weit fortgeschritten. Allerdings genau bei diesem einen Punkt, beim Zustimmungs- bzw. Beteiligungsforum, liegt der Knackpunkt. Und genau dann sind jetzt die Verhandlungen ins Stocken geraten. Und wir sehen das eben genauso, dass dann, wenn man, weil wir dafür eintreten, dass vor einer Volksabstimmung eine breite Debatte, ein Diskurs stattfinden soll, ist es notwendig, dass es keine Quoren gibt, weil Quoren genau, wie du das geschildert hast, diese undemokratische Wirkung haben, dass man das aufgerufen wird, nicht hinzugehen, beziehungsweise dass ganz perfide Strategien der Herrschenden angewendet werden, wo gezielt verwirrt wird, damit die Bevölkerung sich nicht interessiert und man eben nicht hingeht. Da gibt es verschiedene Taktiken, die immer wieder verfolgbar sind und die man immer wieder sehen kann, dort wo jetzt fertige Zustimmungsquoren sind. Und man muss auch sehen, dieses ganze Verfahren von Anfang bis zum Ende, das ist ja kein Schnellschussverfahren, sondern es dauert, wenn man schnell ist, mindestens 15, 18 Monate. Und es kann auch 2 Jahre dauern. Ja? Also meistens ist es so, bei der ersten Stufe-Sammelkonferenz vielleicht so ein halbes Jahr, dann wird erstmal, achso, kann man vergessen, das ist ganz wichtig, bevor eine Volksinitiative ins Parlament geht, wird sie erstmal in Deutschland geprüft, ob sie rechtlich zulässig ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also zum Beispiel sind dann Entscheidungen, die gegen Grund- und Menschenrechte verstoßen oder gegen Völkerrecht, sind nicht zulässig. Ja? Zumindest in Deutschland. Halte ich auch für richtig, komme ich aber gleich noch zu bei der Ausgestaltung. Und das wird dann geprüft, das dauert ein paar Monate, dann hat das Parlament noch ein paar Monate Zeit, sich damit zu beschäftigen. Dann gibt es das Volksbegehren, das dauert in Berlin zum Beispiel 4 Monate nochmal. Und dann ist es nochmal eine Frist für die Durchführung des Volkes, der Volksabstimmung, vielleicht nochmal 4, 6 Monate. Und dann ist es dann wirklich, wenn man schnell ist, bei 1,5 Jahren. Und mit Vorbereitung braucht man schon 2 Jahre. Ne? Und wenn man dann am Ende ist und möglicherweise dass man eine große Mehrheit der Bevölkerung überzeugt hat, ja, wir wollen, ich glaube, aber wenn ich das Thema der Energienetze zurückholen in öffentliches Eigentum, hat möglicherweise eine Mehrheit von 70%, aber hat eben statt 25% Zustimmung nur 23%. Das können Sie niemandem erklären. Also, dann heißt es dann auch in den Medien, die Initiative hat verloren. Ja, es sind nicht genügend Menschen hingegangen. Das ist total absurd. Ja? Also wenn ein paar Prozent mehr hingegangen wären, wäre es überzeugender Erfolg geworden. Also Quoren sind einfach gemein. Einfach umgesetzt, stört den Prozess und deswegen arbeite ich dafür, sie abzuschaffen, mindestens abzusenken.